Vier Gase. Welche das sind, steht dort. Ihr müsst eine Zuordnung treffen. Gibt es jemanden, der möchte? Du möchtest? Mhm. Gut, dann zieh dir einen Kittel an, Schutzbrille. Also wir könnten erstmal herausfinden, wo Sauerstoff und Luft drin sind. Also könnten wir ein Stück Holz nehmen, das anzünden und kurz reinhalten und sehen, was passiert. Okay, mach. Ja, das reicht doch schon. Das ist die Lebensspanprobe. Dann gehe ich sofort an. Okay, es hat weitergebrannt, daran sieht man, dass es Luft war. Okay, es hat verstärkt gebrannt, das ist das Sauerstoff. Hier ging es sofort aus. Gut, kannst du schon zuordnen? Dann hier haben wir noch Stickstoff und Kohlenstoffdioxid, da könnten wir das mit Kalkwasser testen. Okay, das Wasser war so drüber, so ist das Kohlenstoffdioxid. Und hier passiert gar nichts, also ist das Stickstoff. Gut, korrekt zugeordnet. Erklärt von vorne bis hinten. Eine Kleinigkeit. Du testest auf Sauerstoff. Hm? Wie? Ja, weil das ist halt sauerstoffhaltig und deswegen brennt die Flamme stärker. Mhm. In der Luft, hier bei Stickstoff und Kohlenstoffdioxid geht das halt sofort aus und bei der Luft brennt es halt ganz normal weiter oder glüht ganz normal. Bei Sauerstoff ist es verstärkt. Okay, wie heißt das, dieser Test? Glimmspannprobe. Das war vorgesagt. Von mir. Ja. Wie geht die Glimmspannprobe? Ja, Holz anzünden und rein. Nein. Warum heißt die Glimmspanprobe? Das weiß ich nicht. Nimm wen dran. Donata. Weil der Spanstab da, also dieses Holz, das glimmt. Das muss glühen. Glimmendes Glühen. Mach's nochmal. Ja, lass es halt auch mal nach unten, damit es richtig könnte. Okay. Da brauche ich schon Stiefchen. Gut, dann geht's an wieder. Mhm. Ja, das ist halt, dass das Glühende halt wieder angeht. Genau, ja, da sieht man den Unterschied deutlicher. Okay. Hast du alles gemacht, bis auf das eine, ja? Insofern, das sind zwei, keine eins.